Ein herzliches Willkommen unter uns zu einem weiteren Part der Let's Play Final Fantasy 12. Ich bin Simon Smurfix. Oh, Richter, Richter. Ja, so viele Richter. Ich dachte, es gibt nur... Ach, okay, hohe Richter und normale Richter. Naja. Leute, was ist hier los, Mann? Wir sind hier gerade... in der Bredouille. Wir werden hier gerade von übel starken Zaubern getroffen. Unser Ziel ist es, war es hier gerade zurückzukehren nach eurem Nuske. Und mit dem Schwert der Könige, was wir hier gefunden haben, wollten wir eigentlich jetzt hier unsere große Gegenoffensive starten. Doch, oh mein Gott, da kommt der Richter, da kommt der Richter, da kommt der Richter, wir müssen unbedingt ganz schnell die Typen hier besiegen. So, erstmal holen mit Vitra und dann geht's weiter. Also, wir haben das Schwert der Könige beim letzten Mal gefunden, aber so leicht geht es dann doch nicht. Als wir es gefunden haben, wollten wir eigentlich mal testen, ob die Nefesite damit verzögern konnte bei unserem Morgenstern, aber... Down, 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 down. Nein, jetzt... Ich will doch einfach nur Befehle geben. Das passt schon, das passt schon. Schmeiß dir mal Feder hin. Van is in the house. So, jetzt sterbe ich gleich wieder. Wiegler, Wiegler, Wiegler. So, und es ist eh nur noch ein Richter da. Komm, das muss doch schaffbar sein. So, schnell, nächster Wiegler-Zauberspruch. Wiegler, Wiegler, Wiegler auf Ball 4. So, und dann sind wir jetzt zurückgekommen nach oben, Noske. Und ihr seht, man, es sieht nicht gut aus, man. Die Stadt wurde von den Richtern angegriffen. Das Imperium greift hier an mit allem, was es hat. Und wütet hat die Zivilisten hier angegriffen. Und auch Anastasis, den großen Seher, getötet. Ritter Bergen. Der hier nur wahnsinnig ist in seinem... Wieso habe ich hier nicht Protoss von Anfang an gemacht? Frage ich mich gerade echt. Der hier einfach nur wahnsinnig ist mit seinem Gedanken hier, Vayne zu dienen, Mann. Ein Spinnermann auf. Auf sie muss ich ja das gar nicht machen. Auf Buffy, wir schon ein bisschen sind. So, oh nein. Kampflos. Oh, das ist immer gut. Das ist immer gut. So, Protoss. So, oh nein, Konter, wieso kann der Konter? Was ist denn das für ein Typ, Mann? So, Wiegler. Sehr gut. Okay, und wir versuchen ihn hier nun zu bezwingen. Er hat ja auch die Kraft eines Nephesites und verfügt nun über ziemlich starke Angriffe. Aber wir müssen ihn bezwingen, Mann. Wir müssen es, Mann. Oh nein, immer diese scheiß Kombis, Mann. Das war knapp, Mann. Alter, Mann, der haut drauf, Mann. Das ist nimmer lustig. Ich kann eh nur noch Wiegler machen. So. Okay, jetzt mal einen schönen Zauberspruch raushauen. Zack! So, Vitra. Schön immer, dass wir hochgeheilt sind. Bam! Und dann sind wir wieder alle gut. Und wo mache ich... Ah, ich habe ja noch nicht mein neues Mystons eingesetzt. Sonst hätte ich jetzt echt das mal rausgehauen. So, meine Beschwörung. Da, Techniken. Klauen. Einmal muss man immer klauen. Und jetzt Schwarzmagie. Blitzra! Lass es uns beenden. Bam! He set his very bones about with manufactured nethersite. The Grand Kiltius? Wait, what about Larsa? Gone, spirited away by Judge Gebrandt. You okay? So he was here. As for our young lordling, he went along. To avoid trouble, you see, but Judge Bergen had other ideas. He flew into a rage and I was left to fend for myself. Please, Princess, you must permit me to take you back with me to Rosaria.
So that you can protect me? I would lay down my life at a single word to be sure, but I harbor no maundering delusions of valiant grandeur. Vain has our war pavilion jumping at shadows. They favor a preemptive strike, but you will convince them otherwise. You will see that they do not start this war. This I cannot do. Forgive me, but my errand here is not yet done. I must wield the Sword of Kings, and with it bring an end to the Dusk Shard. This stone, do you even know what it is? I can venture a guess. The Draclaw Laboratory in Arcades. The Empire's weapons research begins and ends there. How soon do we leave? At once. As for matters in Rosaria, I bid you luck. So you would leave each to fend for his own. Let us hope that you are not disappointed. Ah, that's right. Larsa left a message. The differences between our two lands will fade before the shared dream of men. My leave, I take. How do you propose we reach Arcades? Arcadia's borders will be well guarded for fear of Rosarian invasion. We dare not approach by air. And their navy will see that the coast is watched as well. No, we go afoot. We'll cross into Arcadia in the Salica Wood. We can reach the wood any number of ways, but the easiest is to head north from Nalbana. There is a hunter's camp just beyond the Salica Wood. The camp sits within Arcadia's borders, so Imperial patrols there should be sparse. Getting that far should be half the fun. Let's be sure we go prepared. Das wird dann weiter Maß sein. So, oh ja, da sind die Leute. Beten und auf Führung hoffen. Die Führung, die leider hier gestorben ist, ja. Einen Richter haben wir immer bezwungen. Aber immer noch sind so viele unterwegs, Mann. Vielleicht haben wir Glück und sie töten sich so beim letzten Mal selbst. Lars ist nun auch weg, also ich sag jetzt mal, unsere beste Möglichkeit auf eine diplomatische Lösung ist damit auch verschwunden und damit sieht es nun ganz übel aus. Selbst mit unserem Schwert der Könige und dass wir einen Richter hier bezwungen haben, weiß ich nicht, wie gut das wird, Mann. Und jetzt gehen wir im Endeffekt wirklich auf eine schöne Suicide-Mission. Naja. Was bleibt uns denn das übrig? So. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob wir uns irgendwo einen Teleportstein kaufen können. Weil sonst, ich ertrage das nicht, wenn ich jetzt da den ganzen Weg laufen muss, Mann. Kommt schon. Ach, liebe Leute, Mann. Kann ja nicht sein, Mann. Kann mir Stein kaufen. Sehr gut. Oh, da war Negra. Ah, das habe ich ja gekauft, aber das habe ich ja nichts gemacht, weil, weil ich es ja noch nicht habe. Bio hätte sich da eher gelohnt, Mann. Naja, okay. Ich habe echt keinen Teleportstein mehr. Oh, ist das hässlich, Mann. Und mir fehlen. Warte, Madame. Ja, fahre Händler, ich mag dich nicht. So, wie viel Geld habe ich? Ah, ich habe ja 1300 im Männer. Okay, dann kann ich mir mal einen Chocobo kaufen. Bin dabei, 600 Geld inzwischen, Mann. Nehmen sie auch echt von den Lebendigen, Mann. Ich bin der Prinzessin, Mann. So. Turbo. So, jetzt brauche ich doch nochmal aber ganz kurz die Weltkarte. Also, okay, erstmal müssen wir da nach Robinaster wieder zurück. Dann über die. Und dann nach Nalbina. Okay. Wir haben schon, wir sind eigentlich schon gut gewandert. Also im Endeffekt fehlt uns hier nur noch die obere Region. Dann sollten wir fertig sein. Und wir haben noch kein Luftschiff. So, jetzt heißt es laufen.
3 Minuten, Mann. Schaffen wir es in 3 Minuten einmal durch die ganze Welt zu laufen? Ich bezweifle es. Ich glaube, der Chocobo geht eh nach der nächsten Area weg. So, sind wir diese lustigen Zwiebeln. Ich brauche mehr Gieserkraut, Mann. Kannst mir doch nicht nur 2 Gieserkraut geben, Mann. So. Rush! So. Lauf, 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 lauf. Sehr schön, Jockey, Jockey, Jockey. Oh, du bist ein ganz guter Jockey. Irgendwann sehe ich schon, schmeißt du mich einfach so eiskalt runter, Mann. Ich finde es ja lustig, wieso mich die Gegner nicht angreifen, wenn ich auf dem Chocobo sitze. Die Wesen haben ja Angst vor Chocobos. Ich kann es nachvollziehen. Ein Chocobo ist ein sehr gefährliches Wesen. Hallo, Dino. Dino, ich muss dich leider ignorieren und ich muss jetzt hier ein bisschen Speed geben, Mann. Weil wir wollen ja... Also ich will zumindest in diesem Part noch so weit kommen, dass wir zumindest in die Richtung immer schauen können, wo wir als nächstes lang gehen müssen. Ohne Telepostein ist das Speed nicht lustig. Liftschiff haben wir auch noch keins. Und ich kann nicht mehr X drücken. Aber naja, so ist es halt in der schlimmen, furchtbaren Welt von Final Fantasy 12. So, dann machen wir halt. Aktivieren wir unseren zweiten Turbo. Ah, hier hatten wir unseren Bossfight. Gegen dieses doofe Pflanzenwesen. So, wollen wir nochmal im Dorf? Ja, eigentlich vorbeischauen, ich denke nicht, oder? Die mochten uns beim letzten Mal nicht, bezweifeln uns, dass sie uns jetzt mehr mögen. Aber vielleicht haben wir uns nur Freunde gemacht. Vielleicht mögen sie uns jetzt, nein. Was, eigentlich haben wir nicht viel erreicht. So. Da sind wir im Dorf der Eltern. Also kommt zumindest durch die, bis in die Osmonenebene muss ich es mit meinem Chocobo schaffen. So, da geht's ins Dorf rein, da will ich nicht hin. Immer der Nase nach, Mann. So, ja gut, immerhin haben wir jetzt nochmal so einen kleinen Roundshow. Wir sind doch einiges hier gewandert, seitdem wir das letzte Mal in... Kurz das Ding rausmachen. Seitdem wir hier in Robinastro waren. Sind wir schon echt einiges hier gewandert. Oh nein, wo bin ich? Da oben war ja der Gang, wo es weitergeht. Ah, ein Portal. Cool. Also theoretisch konnten wir noch gar nicht hin. So, komm. Nur aus dem Dschungel will ich es rausschaffen. Das ist mein Ziel. Nein, die Uhr tickt. Nein, nein. Komm schon. Komm schon. Ah, 2 Sekunden, Mann. Sehr gut. Und schon hat mich mein Chocobo wieder verlassen. Scheiß Chocobo. Bist ein ganz schöner Verräter, Chocky hier. Lässt mich einfach im Stich, Mann. Was, wenn mich jetzt irgendwas als nächstes töten soll? Muss ich halt deine Landsmänner vernichten. So. Gut, also jetzt müssen wir da hochlaufen. Dann sind wir in den Gießerebenen. Und von den Gießerebenen käme ich wieder gut aus. Draufhauen, Jungs und Mädels. So. Geben zwar nicht so viel Erfahrung ab, aber mei. Wir können jeden Punkt brauchen. 400, naja, geht eigentlich. Also für die 3 Schläge, die wir gebraucht haben, 400 Erfahrungspunkte ist okay. Ja, aber das Problem ist, man, es ist echt schlimm, hier ein bisschen zu leveln, man. Es fehlen einfach so Location, wo halt mal so 10 Gegner auf einem Flecken steht. In diesen lustigen Höhlen da, in der Himmelstadt, da war das echt geil. Da gab es nämlich... Oh, ich habe jetzt meinen Erdenstock, der sollte denn jetzt alle mehr Schaden machen. Sehr gut, habt ihr gesehen. Alter, ich teile Schaden aus! Ich teile Schaden aus! Ich bin so glücklich, ich hätte gedacht, dass dieser Tag kommt. Da gab es so schöne Höhlen und da waren so ganz viele Gegner auf einem Fleck. Und hier sind halt immer die Gegner so weit voneinander getrennt, Mann. Und das ist halt immer echt ätzend. Weil man muss halt immer ewig laufen, um wirklich immer zu einem Gegner, zu einer Gegnerhorde zu kommen. So. Zeig euch mal Magie, Baby. Bam. So, die Giese. Oh nein, müssen wir jetzt mal durch die Wüste wandern? Weiß ich gar nicht. Doch. Oh. Nein, bitte nicht. Ich habe keine Ahnung, Mann. Egal, lassen wir uns überraschen. Ich sage ja, dann haben wir nochmal so ein kleines Best-of, Mann. Ich habe eh so das Gefühl, also nicht, dass das Spiel so Finale zugeht, aber ich habe das Gefühl, das Spiel ist so doch so einen kleinen, größeren Höhepunkt, auf den es jetzt zuläuft, Mann. Im Endeffekt laufen wir jetzt wirklich hier in das Territorium des Feindes. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet, Mann. Vielleicht kann man Vayne töten. Wäre nicht schlecht. Ich meine, ich dachte erstmal, Vayne ist echt so ein wenig
Also mein erster Eindruck, ich weiß nicht noch, wo er da eingeführt wurde, das dachte ich eigentlich, er ist irgendwie ein sympathischer Mensch und es ist ein Mensch, mit dem man irgendwie reden kann, aber im Endeffekt ist ihm auch alles wurscht, wenn es nicht um sein eigenes Land geht und um seine eigene Haut. Naja, der Schein kann drücken. Ich bin immer noch gespannt, wer Sid ist. Wir haben ja Sid einmal in einer Cutscene gesehen. Und wir wissen ja, Sid. Ah, hier komme ich wieder aus. Das Level? 22, was bist du für ein Versager? 900 Mal, Alter! Könnt ihr einpacken, meine Freunde, Mann. Obwohl, irgendjemand hat 1300 rausgehauen. Alter, es ist ja immerhin noch Regenzeit hier. Und ich wollte zumindest gesagt haben, wir einen Sid getroffen haben. Sid, natürlich der Standardcharakter neben Final Fantasy, muss es ihn einmal geben. Und wir haben ihn nur so einmal kurz in einer Cutscene gesehen, aber so richtig in Aktion haben wir ihn noch nicht getroffen. Da bin ich doch mal gespannt, was der so für uns im Petto hat. Okay, aber erstmal laufen wir jetzt erstmal wieder zurück nach Damaskar. Lang, lang ist her. Das sind Killerfische mag ich nicht. Irgendwo müssen wir aufpassen. Irgendwo ist ja diese... Immer sind hier diese fiesen Wölfe, die übel stark sind. Obwohl, ich glaube, die waren nur Mitte Level 30. Könnte man inzwischen sogar besiegen. Ja, Leute, mal Level 34, man locker besiegen will ich. Nur, wenn wir sie aber sehen. Greift mir irgendwas an oder will mich irgendwas angreifen? Nee, schläft. Es schläft. So. Ja gut, wir müssen jetzt da hochlaufen und dann sind wir schon wieder in der Oberstadt, Mann. Wollen wir eigentlich mal Servus bei unseren Freunden sagen? Na, so viel Zeit haben wir nicht. So viel Zeit haben wir nicht. Hey, wir müssen hier eine Welt retten, Mann, oder? Oh, das ist scheiße bezogen. Soll ich es riskieren, Mann? Ich weiß mir nur nicht, ob das Eis oder Aqua ist. Ich mache jetzt einfach mal Eis. Okay, schon mal 0. Gut, stumm. Kann man vergessen. Lauft! Lauft! Ich hasse Sackgassen. Wieso laufe ich eigentlich in jeder einzelnen Sackgasse, die es in diesem Spiel gibt, Mann? Deutsch Speierpunkt. Das war knapp. So. Aber egal. Diese Blitzwolken sind scheiße. Diese Elementdinger, Mann. Irgendwer aus einem anderen Spiel kenne ich die auch. Aus einem anderen Fall. Ich weiß nicht mal welches, Mann. Da haben die mich auch mal so genervt. So. Alles wurscht. Da haben sie die Monster-Schieße schon wieder aufgestellt. Nicht schlecht. So. Nun haben wir es aber erstmal wieder nach Rabanastik geschafft. Ich wollte nur gesagt haben, eure Prinzessin haben wir dabei. Mit dem Schwert des Königs und dem Morgenstern. Also, irgendwie sollte uns mal langsam mehr glauben, dass wir die Prinzessin haben. So, zack. Zack und weg damit. Und ich habe immer noch keinen Telepoststein. Ich habe keine Ahnung, wo ich den herbekomme. Ich könnte jetzt in den Shop schauen und alles Mögliche. Und ich laufe einfach weiter, Mann. Ich könnte auch schauen, ob wir neue Fähigkeiten haben, aber wir haben ja eh kein Geld. Eine Waffe für Van und das muss es bis zum Ende des Spiels lang. So. Jetzt weiß ich noch gar nicht, wo wir rausgehen müssen. Dafür muss ich jetzt gerade nochmal auf die Weltkarte schauen. In die Ostwüste. Wir können auch in die Kanalisation gehen. Ich würde sagen, wir laufen in die Ostwüste und dann laufen wir da durch nach Nalbina durch. Das ist den Weg, den sollte ich unbedingt hinbekommen. Okay. Hallo, Robin Astre. Servus, Robin Astre. Und sonst mal wieder draußen. Kurzer Besuch. Keiner weiß, dass wir da waren. So, guck mal so. Na, 600 Gilman. Die wollen mich alle pleite machen. Bin so arm, Mann. Und dann wollen die mir ein Schokobo für 600 Gil verkaufen, Mann. So, die süßen Kakteen. Oh, sind eigentlich die Gegner hier stärker geworden? Oh! Yeah. Bam! Oh, 0 Schaden, das war natürlich nicht schlecht. Man wusste, der Dino, Mann. Der war doch immer so ein Dino. Level 30. Level 30! Oh, süß! Will ich mir angreifen, Rexy hier? Mein süß. 1000 Erfahrungspunkte.
Dafür, dass ich den jetzt mit einer Magieattacke besiegt habe, kann es bitte von diesem Gegner 20 Stück geben? Fände ich ehrlich gesagt sehr schön. So. Wieder ein kleines schönes Dorf. Wieder sind. Ey, Leute, aber das ist. Es kommt mir echt schon so wie Äonen her, als dass wir hier das letzte Mal waren. Ich weiß noch, wir sind dann nach Nalbina gelaufen und in Nalbina gab es ja eigentlich gar nichts. Oder? Na, da gab es gar nichts. Da sind wir nur, nachdem wir aus der Höhle hier entkommen sind, sind wir da vorbeigelaufen. Eigentlich müssten wir gar nicht hin. Wir wollten eigentlich zurück nach Ribbonasta, wo da, wo wir den Bash dabei hatten und dann hier erstmal uns hier mit den anderen getroffen haben. Weiß ich noch. Und. Ha, lang ist hier. Ach, wir hätten auch von der Gieseebene gleich hier laufen können. Naja. Aber ich wollte ja kurz mal Hallo sagen. Oh, süßes Drum. Jetzt bist du immer so süß. So. Lauf, lauf, laufen, 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 laufen. Nicht schlafen. Oh, Level 5 wohl. Was geht hier Erfahrung eigentlich? Oh, 3 Punkte, Mann. Ah, ich finde es lustig. Man kriegt nicht weniger Erfahrung. Ich habe schon immer, glaube ich, 3 Punkte durch die bekommen. Das ist natürlich super. Überleg dich mal, 3 Erfahrungspunkte. Ich brauche ungefähr 10.000 für ein Level Up, Mann. So, hast du Teleportsteine, Mann. Doof. Komm schon. Hab doch mal ein Herz. Habt doch einer mal ein Herz für mich. Ich bräuchte eigentlich Allheilmittel, aber da kann ich mir auch ein einziges leisten. Ihr wollt mich alle pleite machen, das sehe ich schon. Ah, und jetzt müssen wir in die Mossersberge. Genau. Weil hier war immer. Hier war beim letzten Mal, als wir hier waren, versperrt. Und jetzt können wir da langlaufen. So, neue Location. So, die Mossvorderberge. Und wenn wir uns jetzt noch einmal kurz auf die Weltkarte schauen, dann seht ihr die Mossvorderberge und dann heißt es immer weiterlaufen. Sollte man schaffen. Und dann dort hinten ist Arcadia. So, Level 29. Okay, ich bräuchte einen stärkeren Aqua-Zauberspruch. Das wäre echt geil. Gegner, die Kombis machen, sind eklig. Gegner, die Kombis machen, sind einfach eklig. Ein großer Staxi. Naja, also stark sind die Gegner jetzt auch nicht. Sie sind wirklich gut auf unserem Level, aber vor dem nächsten Dungeon wäre es nicht schlecht, wenn wir mal eine kleine Level-Session machen. Besonders mit Van the Man. Okay, Level 31. Gerade waren sie doch Level 29, warte. Jetzt wird es immer so leicht. In einer Location, wir gehen 10 Meter weiter vor und die Gegner werden einfach mal stärker, weil das ist so doof. So, wir gehen da lang. Aber. Alter. Was war denn das? Und wer ist da schon wieder reingelaufen, Mann? Das wird ziemlich klappen, mein Freund. Warte, warte, ich mach das schon, Vitra. Diese Stachelfalle, Mann. Boah. Die hat wehgetan. So. Okay, Lady Ash. Level 34, Mann. Nicht schlecht. Weil 4 ist mal irgendwann in einem Bossfight gestorben. Deswegen hat er weniger Erfahrung. Das weiß ich noch. So. Jetzt habe ich gar nicht mal geschaut, was die Erfahrung gibt. Habe ich da nur was von 100 gesehen, Mann? Das finde ich ein bisschen lächerlich, Mann. Weil dafür sind die mir doch. Wehe, einer von euch tritt in die Falle. Wehe. Ihr werdet es bereuen. So, okay, ein Berserker, das wird natürlich immer besser. Aqua. 345, ach komm schon. Ich meine, in der Location da mit den Gegnern, wo wir neben den Gieser, ach, wo wir in diesen weiten Feldern waren. Und das war Flamme wieder. Ah, da will ich nicht langlaufen. Da haben wir auch für die Gegner 200, 300 Erfahrungspunkte bekommen. Und die haben wir mit 3 eben weggepuncht. Und diese Wölfe sind da schon deutlich stärker. Naja, so ist es halt. Will ich mir mit dem anlegen? Ich glaube nicht. Oder warte, wir können ja da weglaufen. Warte mal.
So, komm, Aiero. Hier machen wir übrigens gar keinen Schaden, gell? Okay, doch, wir machen ihm aber sau wenig, Mann. Was ist denn deine Schwäche? Hast du eine? Er hat nur Protesan. Geil, 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 geil. Wir hätten davor auch Protes machen können. Das wäre echt nicht schlecht gewesen. So, jetzt ist er auch noch geleimt. Nicht gelähmt, geleimt. So, kriegen wir schon down, aber ist echt nicht leicht. So. So. Kommt, geht down. 816, Mann. Und ich den scheiß Dino, den ich mit 3 eben besiegt habe, habe ich 1000 bekommen, Mann. Lächerlich, Mann. Lächerlich, Mann. Naja. So, bla, 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 bla. Stein und Leben. Habe halt immer noch keinen Zauberspruch gegen das gefunden. So, und was kriege ich durch euch? 500 Erfahrung. Ja, nee, 500 ist schon wieder zu viel. Sagen wir 300. Sagen wir 200. Und hier ist Wasser. Alter. Ach, Eis. Das könnte natürlich auch Eis sein. Schlecht. So, jetzt haben wir Blitzra. Im Endeffekt ist es halt doch einfach mal effektiv, wenn man aus, aber da kommt so ein riesiger Geysir einfach aus dem Boden. Simonat, okay, das ist geil. Die sind ein bisschen sympathischer, weil so schlimm sind die nicht zu besiegen. Warte, warte, mach halt Vitra. Bevor du jeden hier einzeln heißt, dann machst du halt einfach einmal ein Vitra, dann bist du auch, sind wir auch alle voll geil. Kostet auch nicht mehr. So, eine Kronos-Träne. So, da geht's irgendwo anders hin. Ich denke aber, wir müssen hier voran. Deswegen nehme ich einfach mal den Weg. Weg da, Wolfi. Jetzt hat jeder gegen Eiserschwäche, Mann. Ich kaufe mir natürlich jetzt ein Erdschwert, Mann. Und der Vorringlinge, jeder hat die Erdschwäche. Und jetzt, so typisch. Naja. Rauschende Wasser. Okay, Leute, ich würde sagen, bevor wir uns beim nächsten Mal weiter umschauen, oh, wilde Schokobus, machen wir einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es weiter mit der Let's Play Final Fantasy 12. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.